Ja, wir haben heute über das Thema Neuorientierung des Corporate Learning gesprochen. Besser wäre eigentlich formuliert, eine Revolution des Corporate Learning. Wir haben hier angeknüpft an eine Umfrage, die wir vor 3 Wochen in unserem Corporate Learning 2.0 MOOC durchgeführt haben, wo wir die aktuelle Bildungssituation hinterfragt haben. Und wir haben fast 300 Rückmeldungen bekommen. Und die Rückmeldungen, die waren wirklich extrem. Auf der einen Seite haben nämlich 90% aller Befragten haben zurückgemeldet, dass sich in ihren Unternehmen alle Strukturen und alle Prozesse radikal verändern. Aber auf der anderen Seite haben genau die gleichen Leute festgestellt, dass sich in 90% der Unternehmen in der Personalentwicklung überhaupt nichts verändert hat oder nahezu nichts verändert hat. Und darüber haben wir heute früh diskutiert und das war eine sehr spannende Diskussion. Da ging es also dann um die Frage, wie wird sich denn die Bildungslandschaft in den Unternehmen verändern? Und es ist ganz klar dabei herausgekommen, dass wir immer stärker in Richtung selbstorganisiertes Lernen, Kompetenzorientierung gehen und das Lernen und Arbeiten immer tendenziell immer mehr zusammenwachsen. Und das hat natürlich gravierende Konsequenzen für die Bildungssysteme und damit auch für die handelnden Personen in den Unternehmen, sowohl für die Lerner als auch für die heutigen Personalentwickler, aber natürlich auch für die Führungskräfte, die sich immer mehr zu Entwicklungspartnern ihrer Mitarbeiter wandeln.